Egal, was ihr gerade spielt, ihr seid sicher super überzeugt, dass euer Game das Beste ist. Meine Oma hat immer gesagt, früher war alles besser. Darauf ich so, Oma, du hast keine Ahnung, du hast nicht mal einen PC und noch nie gezockt. Und das einzige Battle Royale, das du je gespielt hast, ist Sesseltanz. Wir geben euch jetzt 5 Gründe, warum Apex Legends gerade das beste Battle Royale Game ist. Dass Apex hier das Beste ist, ist übrigens nicht nur meine Meinung. After playing it. Again, Apex is still the fucking best PR right now. Apex fährt hier so ziemlich als einziges Battle Royale nicht nur mit verschiedenen Abilities oder Skins auf seelenlosen Polygonhüllen auf, die haben den verdammten Extra Step gemacht. Backstories, Lore, Cinematics, Comics, Charaktere, die man versteht, hasst oder naja, zumindest irgendwelche Emotionen zu ihnen hat. Manchmal vielleicht auch die falschen. Ich meine damit, dass reine Funktion und Effizienz nicht immer die einzigen Kriterien sind. Ihr nehmt oft einfach, wonach ihr euch gerade fühlt. Ich fühle mich zum Beispiel gerade wie ein richtig dicker Hawaiianer. Und Apex gibt mir das nötige Ventil, das auszuleben. Und wer es noch nicht verstanden hat, tolle Charaktere und Abilities sind geil. Andere Battle Royales sind da eher seelenlos. So seelenlos wie meine leere Körperhülle, nachdem ich in PUBG von 500 Metern geone-shottet werde und dann 20 Minuten zusehen kann, wie meine Mates spielen. You've been hit by, you've been struck by a smooth Drecksgame. Das sind so die Steinzeit-Vibes, die mich zum Kichern bringen, ja? Aber es ist eher ein sarkastisches Kichern mit traurigem Unterton und ja, hier und da fließt sogar eine Träne. Er meint, ich will jetzt die Respawn-Funktion loben, hä? Nein. Die ist für mich Pflicht. Ohne die wird ein Battle Royale instant deinstalliert, nachdem ich das erste Mal sterbe. Das ist ein No-Go. Ein Relikt aus der fernen Vergangenheit. Bäh. Ich will vielmehr auf das Ge-One-Shotted hinaus. Die Kill-Time ist nämlich so ein weiteres Ding, wo Apex sich fett abhebt. Wenn ihr nicht gerade die legendäre Kraber dabei habt und damit Headies verteilt, braucht es bei Apex nämlich deutlich mehr Taka-Taka, um einen Gegner umzunieten. Das ist natürlich sehr rewarding, wenn man dann konsistent gut aimt. Und es gibt dir Zeit zu reagieren, wenn dir wer in den Rücken schießt. Du wirst nicht mit einem Überraschungstreffer aus dem Nirvana aus dem Game befördert, auf das du 5 Minuten gewartet hast. Du kannst actually das Game spielen. Klingt so selbstverständlich irgendwie, aber ist schon was Besonderes. Das Feedback für Treffer, Knocks oder Shieldbreaks, Kills, was auch immer, ist unglaublich befriedigend in Apex. Bam, 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 crack, bam, 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 knock. Bam, 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 crack und knock. Bam, bam, squad down. Merkt ihr, was ich meine? Warzone ist da auch super mit dabei, keine Frage. Aber, es gibt einen Riesenpunkt, wo Warzone einfach nicht mithalten kann. Und zwar, wenn's um Skill geht. Keine Frage, ihr müsst natürlich auch was drauf haben, um bei Warzone oder Sesseltanz was zu reißen. Die Skill-Ceiling ist allerdings bei allen außer 2 Battle-Royale-Titeln gleich niedrig. Ihr lootet gleich, aimt gleich, kennt alle die Map in- und auswendig. 2 Games können aber aus diesem Muster entkommen. Zusätze schaffen, die das Potenzial des Spiels meilenweit nach oben heben. Diese 2 Games sind natürlich Apex und, das sage ich jetzt ungern, ist aber so Fortnite. Die Skill-Ceiling liegt bei Fortnite vielleicht sogar noch ein Stückchen höher als bei Apex, aber im direkten Vergleich muss ich halt dann bei einem Spiel nicht wie ein Autist bei jedem Schuss einen Eiffelturm bis an die Decke der Map bauen, beim anderen Spiel schon. Apex schafft mit Movement-Mechanics, sehr hoher Kill-Time und Character-Abilities einen sinnvollen Zusatz zum Looten und Aimen. Damit entsteht dann auch super Potenzial, eine Pro-Scene um Apex herumzubauen. Ist halt mittlerweile auch Pflicht, um auf Dauer als Spiel relevant zu bleiben. Und wenn wir schon das Thema Movement ankratzen, das ist genau das, was Apex am meisten von allen BRs abhebt. Da lebt Apex gefühlt im Jahr 2077, während die anderen Games gerade entdeckt haben, dass Feuer heiß ist. Vielleicht ist euch Flow ein Begriff. Damit meine ich jetzt nicht euren coolen DJ-Freund, der sich so nennt, sondern das Gefühl, wenn alles so richtig fließt. Jeder Schritt, jeder Schuss und einfach alles greift ohne spürbaren Übergang ineinander. Slides, Walljumps, Klettern, Sippen, Porteln, Jumppads. Und ich glaube, am besten lässt sich das ganz einfach in einem Clip vergleichen. Ein Fight in Apex, der sieht dann so aus. Und
Und ein Fight in anderen BRs? Dann eher so. Klar, ist jetzt ein überzogenes Beispiel, aber geht mal tief in euch und seid für einen kurzen Moment wirklich ehrlich zu euch selbst. Das Prinzip ist so. Wenn auch nicht immer so extrem zu sehen wie in diesen Clips. Eigentlich ist Movement mein Lieblingspunkt und irgendwie auch der wichtigste, aber eine Sache ist trotzdem noch zu sagen und ohne die würde das alles überhaupt nicht funktionieren, das Map-Building. Nur mal kurz zu erklären, was eine Map in einem Battle Royale ausmacht. Choke Points und Dead Space. Jedes Battle Royale hat beides, aber das Ausmaß abzuwiegen hat niemand so richtig gemeistert wie Apex. Und diese Aussage kommt natürlich nicht aus dem Nirgendwo. Ist euch vielleicht Dr. Disrespect ein Begriff? And that's exactly what Respawn did with this game. I don't know if you guys know that there's tons of dead space allowing control from a design standpoint. As a level designer, as a map designer, that's exactly what you want. You want control. And Respawn knocked it out of the park. And I still think their map can get bigger, put more players in it, and still keep the same philosophy of dead space. I'm telling you right now, that is a AAA, multi-million dollar map design idea. Und das Geilste an der Sache ist, dass Apex mittlerweile drei verschiedene Maps hat. Vom Spielstil alle etwas anders und als ob das nicht genug wäre, um sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, werden diese Maps auch noch ständig durch Sonderevents zerstört, erweitert oder komplett umgebaut. Jetzt hatet man als Apex-Spieler gerne mal über die Map Kings Canyon, weil sie von Third Parties nur so wimmelt, aber nehmt euch wieder mal einen Moment, um in euer tiefstes Selbst zu blicken. Welches andere Battle Royale steckt dermaßen viel Aufwand in das Map-Building, um uns, dem Spieler, eine möglichst gute Experience zu liefern? Ich denke, wir finden mittlerweile alle zur selben Antwort. Der Übersicht halber oder wenn ihr einfach gerade das gesamte Video geskippt habt und einfach nur im Schnelldurchlauf die 5 Punkte wissen wollt, hier gibt's jetzt die Zusammenfassung mit einem Satz zu jedem Punkt. Erstens, der Charakter oder die Charakter. Die emotionale Verbindung mit eurem Charakter und der Welt, die macht ganz einfach alles persönlicher. Zweitens, Killtime und Feedback, keine unnötigen One-Shot-Überraschungen mehr und die emotionale Belohnung durchs Gewinnen von Fights wird durch das optische Feedback stark angehoben. Drittens, Skill-Ceiling und Competitive Potential. Mit Movement-Mechaniken und Charakterfähigkeiten steigen die Möglichkeiten und auch bleibt höheres Potenzial nach oben in Sachen Skill. Viertens, Movement. Die Möglichkeiten des Movements in Apex sind unerreicht von Battle Royales und werden es voraussichtlich auch noch länger bleiben. Und fünftens, das Map-Building. Perfektes Abwiegen von Choke Points und Dead Space. Und darüber hinaus regelmäßige neue Zusätze zu Maps oder überhaupt komplett neue Maps. Wenn ihr jetzt noch immer nicht überzeugt seid, dass Apex momentan das beste Battle Royale ist, dann ist euch einfach nicht zu helfen. Oder um es in Toxic Kiddo-Jargon zu formulieren: 1v1 me, bitch!